So, liebe Leute, herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, es geht endlich mal weiter. Dummerweise ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich irgendwie die Sounddatei verloren. Das heißt, ich muss jetzt nachsynchronisieren, wie das gerade unten links gezeigt wurde. So, es tut mir wirklich leid. Ich versuche, so gut es geht, noch zu moderieren. Auch wenn ich jetzt nicht so ganz weiß, was passieren wird und so. Aber ich bitte, dies zu entschuldigen bei der nächsten Folge, also beim nächsten Mal aufnehmen. Also das ist ja schon aufgenommen, habe ich die Sounddatei. Das wird auf jeden Fall besser. So, ich fange sofort an zu moderieren und es geht los und nachsynchronisiert. Lange nicht mehr gemacht. So, ich will mal gerne wissen, wo wir jetzt lang gehen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal... Ja, wohin geht Link jetzt? Wir nehmen jetzt die Dekomaske und... Ich glaube, wir werden hin. Hallo? Ja, wir gehen jetzt erstmal zum, zur Termina und tingeln da oben. Oh, guck mal, der Mond wird auch mal, wird immer näher. Da ist mir so ein blödes rotes Vieh, die sind überall, überall. Sie lassen uns nicht in Ruhe. Warum? Warum weiß ich nicht. Und hier Sumpf, Sumpfschießstand. Oh, das sieht doch ziemlich interessant aus. Wir gehen am besten gleich mal hin. Ich bin wirklich mal gespannt, was da sein wird. Ein Schickerstein. Eine fleischfressende Priane, die uns fressen will. Daraus wird nichts. Oh, schnell getötet. Batman, der verfolgt uns hier gerade. Und fliegt weg. Was haben wir hier? Wasser? Fische? Mm. Und das ist noch eine Pflanze. Ich kippe den Deko-Link ziemlich leicht kaputt. So, ich würde mal sagen, wir gehen hier rein. Mal gucken, was dieser Schießstand ist. Und guck mal, hier sind noch ein paar Rubine in dieser, in diesen Vasen. Egal was eine Vase ist, da ist ein Rubin drin. Wer weiß, was die Leute da alles verstecken. So, Sumpfschießbude. Wo sind wir hier? Ah, guck mal, das ist ein Typ. Ah, den kennen wir doch aus Ocarina of Time. Wer Ocarina of Time gesehen hat, oder mein Let's Play zum Beispiel. Wir verwandeln uns mal in Deko-Link. Nur so können wir schießen. Hier kannst du nicht spielen, wenn du kein Bogen hast. Schon komisch. Die Joche Tag kenne hier Wesen. Was ist denn los? Bloß los. Ja, wenn wir an einem Bogen... Ich meine, mit Deko-Link können wir noch schießen. Oh, scheiße. Na gut, dann geht das nicht mit Deko-Link. Dann müssen wir wohl erstmal den Bogen finden. Aber ich glaube, den kriegen wir noch nicht so leicht. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Okay, dann töten wir erstmal dieses Vieh wieder. Blödes Vieh. Und eine Deko, das ist cool. Ich würde sagen, da der letzte Tag ist, werden wir wohl demnächst erstmal die Zeit zurückspulen gleich. Das ist eigentlich eine ziemlich prima Gelegenheit, noch ein paar Nebenquests zu machen. Aber dafür gehen wir jetzt erstmal in die Stadt wieder. Ich weiß mal, wie hieß die nochmal? Die hieß jetzt, ja, wie hieß die Stadt nochmal? Ich überlege gerade so. Termina ist das Land. Aber wie hieß die Stadt? Unruhstadt, genau. Unruhstadt. Warum heißt sie eigentlich mal Unruhstadt? Hm, merkwürdig. Und da oben ist eine Schatzkiste, sehe ich hier oben rechts da. Kommen wir vermutlich noch nicht rauf. Da brauchen wir noch einen bestimmten Gegenstand. Ich könnte schon vermuten, welchen wir gebrauchen werden. Ach, Mann, diese Schleime nerven echt. Die kommen so schnell wieder und wir sind hüpfen, weil die, die nerven total. Naja, gibt Schlimmeres im Leben, aber egal. So, gehen wir mal hier in die Stadt hinein. Mal sehen, was wir da sehen werden. Oh Mann, die Musik, die hört sich schon so ein bisschen schnell und bedrohlich an. Ja, hört sich schon ziemlich bedrohlich an. Ja, der Gegenstand bringt dir nichts. Das hätte mir schon klar sein können. Der Mond kommt immer näher. Was machen wir nun? Was machen wir nun? Gehen am besten mal da lang. Ich habe da nämlich mal so eine Idee, was wir machen könnten. Wir könnten nämlich hier mal... Oh Gott, der Mond, der ist so hässlich. Und so nah. Ich habe gedacht, wir spielen jetzt mal ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so teuer. So Schatzkiste ist das hier. Na, wie viel darf Deko-Link denn hier zahlen? Na? Oh, was für ein süßer kleiner Kunde. So, du willst also spielen? Ja, will ich. 10 Rubine, oh, tut mir leid. Du hast nicht genug... Oh, wir haben da 2 Rubine oder sowas. Dann müssen wir nochmal schnell zurückgehen. Ja. Sehr ärgerlich. Ostunruhstadt, ja, der Postbote läuft hier vorbei. Ja.
Ich habe zu tun, wenn ich mich durch ein Schwätzchen aufhalte, gerät mein Zeitplan durcheinander. Alter. Der Postbote, der großen Wert auf korrekte Zustellung legt, wurde in ein Notizbuch eingetragen. Was ist das denn für ein Postbote, der seinen Zeitplan so genau nimmt? Unsere machen das doch auch nicht. Immerhin. Unser Paket kommt nächsten Tag an, obwohl, wenn die schon Pause haben hier. Habt ihr schon mal einen pünktlichen Postboten gehabt? Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zur Bank. Wir brauchen 10 Rubine, damit wir dieses kleine Spielchen machen können. Und diese 10 Rubine werden wir ja vermutlich bei der Bank kriegen. Guck mal, die Wache. Was? Ich denke, die lässt uns einen jetzt vorbei. Aber scheint, dass sie nur so gucken. Na gut, bei so einem Mond, der so fast so nah an der Stadt ist, würde ich mich auch nicht wundern, dass sie so alle nach oben gucken. Rubine 1 sein. Ach, scheiße, jetzt haben wir es falsch eingeklickt. Ich will nichts 1 sein. Nur, wie viel möchtest du 1 sein? Nix. Was? 0 Rubine? Na, sowas. Ja, ich will Rubine abheben. Ah, entschuldige, lass mir mal einen Blick aufwerfen. Wer bist du überhaupt? Ah, dieser Toraxo, ne? Der Kleine hier, der 138 Rubine hat. Ja, ja. So, 6 Rubine, ja. Das ist aber so ein kleiner Betrag. Verschwende dein Geld nicht. Das sind 132 Rubine. Klopf, 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 platsch, platsch, platsch. So, weiter geht's. Südunruh statt. Ja. Ich bin gerade mal wegen. Ob ich jetzt mit Link da mal nochmal hingehe? Oder doch lieber mit Deko-Link? Zu der Schatzkiste. Wie viel muss Link überhaupt zahlen? Ich weiß das nicht. Na gut, gehen wir da mal hin. Ich bin Link. Komm rein. Oh, sammelt der Kleine etwa Masken? Wie wär's? Willst du spielen? 20 Rubine. Oh, da ist der Deko-Link ja billiger. Na gut, dann spielen wir mal mit Deko-Link. Verwandeln uns erstmal und jetzt fragen wir nochmal. Ganz unauffällig, ne? Plötzlich kostet das 10 Rubine und die hat genau mitgeguckt, dass wir uns verwandelt haben, ne? Ach. Wir sind taub irgendwie, Leute. Wenigstens ein Twilight Princess fällt es auch, wenn man sich verwandelt in einen Wolf. Okay, ein Zeitlimit. Wenn du es schaffst, die Schatzruhe in einer Zeitlimit zu öffnen, ja, der Inhalt selbst ist nur der halbe Spaß. Okay, ernsthaft? Bist du bereit? Okay. Machen wir dieses Spiel. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen werden, diese Schatzkiste hier zu kriegen. Oha. Passt auf, das ist nicht so einfach. Diese Dinge hier, die gehen nämlich alle nach oben. Seht ihr? Scheiße, da ist noch einer, da ist noch einer. Alter. Da lang? Ich glaube, wir gehen nach rechts. Rechts. Geradeaus hoch. Weiter, weiter. Verdammt, verdammt. Jetzt aber nach links, ne? Ja. Ach, scheiße. Ah, fast geschafft. Kommen wir schon so hin? Och, Mann, ey. Scheiße. Ernsthaft. Ich will die Kiste haben. Oh, ey, Sackgasse, ey. Hier lang, nach rechts. Nein, scheiße! Das ist ja total der Umweg hier. Scheiße, wir waren an der falschen Seite. Pech gehabt, die Zeit ist um. Ach, schade. Noch ein Versuch. Für dich kostet es nur 10 Rubine. Ich habe kein Geld mehr, ich bin pleite. Danke, dass ich verloren habe. Guck mal hier, die Goldbarren, die sind damit Absicht. Die sind von Rubinen hier so... in Barren ausgetauscht, damit man das nicht so auffällt, dass so viele Leute hier schon verloren haben. Scheiße. Was tun wir denn hier? In den Kisten ist gar nichts, ne? Nö, gar nichts. Lass uns immer noch nicht vorbei. Wann passiert das denn? Irgendwann müssen wir doch mal einsehen, dass die flüchten wollen, die Leute. Ach, wie ging das Lied nochmal? Ich glaube, ich spiele jetzt das. Die Hymne der Zeit, ja, genau. Und wir gehen mal die Zeit jetzt zurück und fangen mal ganz von vorne an, damit wir den Tempel machen können. Oder vom Deko-Palast hier, ja. Ja, des ersten Tages zurückkehren. So, jetzt haben wir wieder volles Zeitlimit und können uns auf einige Sachen konzentrieren. Das ist ziemlich gut.
Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Tötunurstadt. So, der Hund attackiert uns. Mal sehen, was er jetzt zu links sagt. Oh. Geschieht ja richtig speziell, jetzt ist ins Wasser so. Okay, ja. Hey. Wir geben uns direkt jetzt auf die Reise nach Unruhstadt. Aber warte mal hier. Was ist denn für ein Typ hier mit einer Maske? Gib mir die Maske. Egal. Hallo, lass uns durch. Stehen geblieben, ein Schwert. Oh, Entschuldigung. Es tut mir so leid, edler Herr, dass Sie ein Schwert haben. Ebene von Termina. Endlich geht es mal weiter. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Auf jeden Fall möchte ich jetzt... Ah, der Mond ist schon wieder ziemlich hoch jetzt. Das ist sehr gut. Dann können wir ja jetzt wunderbar weitermachen. Und die Zeit darf uns jetzt nicht einfach so schnell vergehen. Deswegen machen wir uns sofort und schnell zum Tempel. Ich habe eine Kuh gehört. Habt ihr auch gehört? Hä? Kuh? Merkwürdig. Naja, egal. Kann auch sein, dass es in ein Loch ist, ne? Diese eine Kuh. Hatten wir auch schon mal, ne? Ich weiß nicht, ja, hatten wir. Gut. Der Tingel kennt uns bestimmt mal wieder nicht, das ist klar. Diese ganzen Gegner, diese Fledermäuse, ne? Die sind hier wirklich fehl am Platze, die Fledermäuse hier, wenn ich die schon höre. Scheiß Schleim. Oh, ich hab eine Fledermaus getötet. Die sind hier wirklich fehl am Platze. Ich meine, die kommen nur nachts oder im Höhlen vor. Aber am Tage? Hm, ich weiß nicht. Ach, geh aus dem Weg, du nervst. So, fast geschafft. Ja, Sümpfe des Vergessens. Sehr schön. Oh, der Oktorok. Der nervt. So, um dahin zu kommen, müssen wir wieder die Hexe befreien, helfen, ne? Ja, müssen wir. Na gut, machen wir das schnell. Ist ja kein Problem. Sehe ich zumindest nicht als Problem an. So, machen wir es mal schnell zur Eile. Ach, blödes Vieh. Blödes Vieh. Okay. Ah, Vasen. Die gehen nicht kaputt, nur sowas. Ey. So. Ah, jetzt müssen wir das zweimal wieder machen, ne? Weil die eine Hexe oben, die wird doch meinen, die wird uns jetzt nicht einfach so den Trank geben, ne? Ach, scheiße, ne? Gut, gehen wir los. Beilen wir uns. Umso mehr Zeit haben wir nachher. Wälder der Mythen. Mysterien, ja. Hm. Affe. Ich versuch's trotzdem. Warum gehen wir jetzt raus? Ich weiß nicht. Na gut. Wir fragen mal die Hexe. Ne, wir machen es ganz einfach. Wir kaufen uns jetzt einen Trank. Dann müssen wir nicht zweimal laufen. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen hier nochmal ein paar Rubine. Jawohl. Ah, hier. Ah, super. Und hier. Ja, 22 Rubine. Das müsste doch reichen. 20 Rubine für einen Trank ist doch ein vernünftiger Preis, finde ich. Na komm. Versuchen wir es mal. Vielleicht ist es ja billiger als erwartet. Magilan, zur alten Schachtel. Das ist vermutlich sie, ne? Hey, willkommen, mein Trinker. Gut. Hexe sprechen. Ich nehme ein paar dufte Pilze. Ja, Pilze. Hm. Es ist schon sehr lange her, dass meine hervorragende Nase alles erschnüffeln konnte. Aber wie gesagt, das ist lange her. Oh, ich werde langsam alt. Ja, was haben wir? Blaues Elixier? Leider habe ich keine die passenden Zutaten grünes Elixier. 20 Rubine, das ist ja perfekt. Das ist ein vernünftiger Preis, finde ich. Das ist mal vernünftiger Hexenladen. So, da wollen wir mal. Ah. Ab zum Wald. Oder wie auch immer hieß. Wald des Vergessens? Nee. Wald der Mysterien. Oh. Ah. Hm, dumme Folgen.
Oh, ich liebe diesen Akzent von diesen Affen, ey. Dumme Folgen. Das ist ein guter Affe. Deutsche nicht können gut, sagte der eine im Kommentar. Und das war auch schon die Folge. Tschüss.